Liebe Frau Viskus, liebe Frau Grossier, werte Kameradinnen und Kameraden der Notfallseelsorge, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Dr. Hans-Dieter Fischer, sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und möchte im Namen der Amtsleitung der Feuerwehr Hagen den Angehörigen der Notfallseelsorge recht herzlich zum 20-jährigen Bestehen gratulieren. Ein Jubiläum, das nicht alltäglich ist und nur gefeiert werden kann, weil Ende 1992 der Hauptbrandmeister Georg Zimpel die Initiative ergriff, eine Notfallseelsorge ins Leben zu rufen. Zu oft hatte er im Einsatz die Situation erlebt, dass Hinterbliebene nach einem Unglück völlig aufgelöst, alleine und auf sich gestellt zurückgelassen werden mussten. Im Februar 1994 wurde dann von Georg Zimpel, der 1995 in einem Artikel der Westfalenpost als der Retter für den Fall der Fälle bezeichnet wurde und dem evangelischen Geistlichen Martin Österreicher die Notfallseelsorge gegründet hat. Unterstützt wurden die beiden Gründer bereits kurze Zeit später durch zwei weitere Profis, nämlich den evangelischen Geistlichen Jens Brakensieg und den katholischen Pfarrer Cornelius van den Bogart. Heute besteht die Notfallseelsorge aus 22 aktiven Mitgliedern unter der Federführung von Rosi Viskus und Christiane Rossian sowie den Fachberaterinnen Katrin Reuter und dem Fachberater Frank-Uwe Behns. Zu den Mitgliedern der Notfallseelsorge gehören weiter Monika Asmuth, Miriam Bloch, Vesna Zugina, Thomas Engelbert, Claudia Fornach, Ulrike Greuters, Lars Honselmann, Regina Limpert, Irmtraut Meyer, Karin Mulzer, Steffi Personke, Carsten Philipp, Sabine Senko, Andrea Schöneberg, Nicole Schulte, Petra Schulz, Nicole Wolf und Tom Wozniak. Entschuldigung, ich habe es richtig ausgesprochen. Wozniak. Georg Zimpel, der sich bereits im wohlverdienten Ruhestand befindet, lässt es sich nicht nehmen, der Notfallseelsorge weiterhin mit seiner großen Erfahrung beratend zur Seite zu stehen. Dafür, lieber Georg, meinen herzlichen Dank. Danken möchte ich auch den in der Ehrenabteilung befindlichen Mitgliedern Dominik Eichner, Martin Österreicher, Wilfried Stockhaus und Hans-Joachim Wels für ihr Engagement in der Vergangenheit. Ein besonderes Dankeschön gilt den jetzigen Mitgliedern der Notfallseelsorge für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Für sie sind Menschenwürde, Toleranz, Nächstenliebe sowie menschliche Wärme und Umsicht nicht nur Worte, sondern sie füllen sie mit Leben. Sie alle bilden das menschliche Gesicht unserer Stadt und machen unsere Stadt wärmer und freundlicher. Bei Ihnen geht es nicht um Konfessionen oder Glaubensansichten, es geht darum, den Menschen in seiner konkreten Notsituation Beistand zu leisten. Es sind dies die alltäglichen Ereignisse und doch individuelle Katastrophen und Schicksale, die von Betroffenen nie mehr vergessen werden und einen tiefen Einschnitt darstellen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass jeder von uns überall und zu jeder Zeit in eine solche Situation geraten kann.
Die Mitglieder der Notfallseelsorge sind nicht nur für die Betroffenen in Notfällen und Krisensituationen da, sondern auch für die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfer der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Hilfsorganisationen. Die Notfallseelsorge gehörte 1994 zu den ersten, die ihr Angebot für Hinterbliebene, Betroffene und Einsatzkräfte geschaffen hat. Im Vordergrund stand immer der ganzheitliche Ansatz, der auch permanent von dem ehemaligen Leiter der Feuerwehr Hagen, Horst Wisotzki, verfolgt wurde. Durch eine Rufbereitschaft rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr wird sichergestellt, dass jederzeit ein Mitglied der Notfallseelsorge zentral alarmiert werden kann und so eine schnelle und kompetente Begleitung erfolgt. Wurden bei Einrichtung der Notfallseelsorge noch 5 bis 6 Einsätze im Monat bestritten, so waren es bis Ende 2013 bereits 9 bis 10 Einsätze. Meine Hochachtung für diese ehrenamtliche Leistung, für die Ihnen alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hagen dankbar sind. Zum Schluss meines Grußwortes möchte ich noch einen Wunsch an diese erfolgreiche und sich der Nächstenliebe verschriebene Einheit richten. Auch zukünftig muss die kirchliche Komponente Bestandteil der Notfallseelsorge sein. Andere Glaubensrichtungen müssen Berücksichtigung finden. Die intensive Betreuung nach schwierigen und langwierigen Einsätzen muss für Einsatzkräfte, die oft schlimme Bilder vor Augen haben und diese verkraften müssen, weiterentwickelt werden. Die richtigen Ansätze hierzu sind die psychosoziale Unterstützung für Einsatzkräfte sowie die psychosoziale Notfallversorgung für Betroffene. Ich möchte nun allen Angehörigen der Notfallseelsorge für die gezeigte Einsatzbereitschaft in den zurückliegenden Jahren danken und schließe in diesem Dank ausdrücklich die Familien sowie die Lebenspartnerinnen und Partner mit ein. Ohne das Verständnis im privaten Umfeld wäre der belastende und zeitintensive Dienst nicht zu leisten. Vielen Dank.